So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Es geht natürlich richtig heftig weiter hier in diesem Spiel, denn wir wollen ja, dass ich mich an Horrorspiele gewöhne. Nicht. Ja, jetzt sind wir hier. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, das vorletzte Puzzleteilchen zu finden. Würde mir jetzt mal so in den Sinn kommen. Eine Uhr. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Voll, wisst ihr, woran mich die Stimme erinnert? Eigentlich an den. Ist es Daniel oder ist es Alexander aus Amnesia? Aus irgendeinem von, also einen von den beiden auf jeden Fall. Erinnert mich die Stimme. Ich finde sie sehr ähnlich. Toll, toll synchronisiert, wirklich. Okay, wir haben eine Uhr gefunden. Warum liegt denn hier so viel Kram rum, Mann? Da. Hm, warte mal. Hey. Bett. Oh, ich weiß schon. Immer schön zu machen bei gruseligen Sachen. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Was sehe ich in da im Spiegel? Warum sehe ich mich eigentlich nicht selber? Warte mal. Ich glaube, da steht was. Ach, das ist aber nett, dass du hier die Tür aufmachst für mich. Okay. Komm, wir schauen uns weiter an, damit wir ja verrückt werden. Hallo! Sollen wir auf sie zurennen? Oder weiter? Nee, die ist immer noch da. Gut. Wir haben reingeguckt. Wir haben gesehen, dass sie wahnsinnig ist. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Alright. Okay. Versteht mich bitte nicht falsch übrigens. Ich will das... Ich finde das Spiel richtig geil, aber ich will es auch beenden, einfach weil ich so Schiss habe davor, was noch passiert. Aber das, ich finde das wirklich toll. 363. Das ist aber nett von dir, dass du mir hier einen Code sagst. Was ist das? Babyface Monster Painting. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eins dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht das aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons. Bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Okay. Ach, das soll ein Baby sein. Warum schaust du denn jetzt eigentlich da runter? Weil da guckst du eigentlich nach vorne und da guckst du jetzt so nach links unten. Warum? Wo ist denn hier eigentlich ein Telefon? 363, 363, 363, 363. Ich muss mir das merken. Ja. Hallo. Talk to me. Why won't you talk to me? Warum sollte ich? Okay.
363. Wofür könnte ich diese Kombination benutzen? Brauche ich hier noch was? Ah! Warte. 3, 6, 3. Hier. Hier, oder? Magst du mir nicht doch mal helfen, du Baby? Oder hier? Lampe vielleicht? Moment. Hier? Nein. Der an der Wand? Ha. Huh. Der zeigt nur 363 weiterhin. Wow, ist das cool. Wahnsinn. Nicht schlecht. Also das ist cool. Das ist richtig cool gemacht. Ich höre jetzt immer noch dieses Telefon. Aber wie? Wie? Lampen sind alle an. Was möchtest du von mir? Hier ist zu. Vielleicht nochmal hier. Oh. Aber da geht's weiter. Bin ich hier schon fertig? Ich glaube, ich weiß nicht, bin ich hier schon fertig? Ich weiß es nicht. Wegen dem Telefon. Aber ich kann hier nichts machen. Kein Buch angreifen, nichts. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig davon. Aber ich weiß es leider wirklich nicht gerade. Oh. Hä, wo kommst du denn jetzt her? Hä? Ich kann zoomen, was? Willst du mich verarschen? Das hätte ich gern oder auch nicht gern mal früher gewusst. Okay. Na gut, ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt. Weil hier kann ich auch nichts drücken. Ja. Also gehen wir weiter. Oder? Das haben wir gelesen. Ah. Gut, dann kann ich hier irgendwas drücken. Was ist das hier eigentlich? Und ja, Leute, jetzt, weil ich weiß, dass ich zoomen kann, werde ich überall hinzoomen. So. Tür geht nicht zu. Tür ist zu. Tür ist weg. Aha. Oh. Oh, toll. Bisschen scheiße ist das jetzt. Boah, Wahnsinn. Wie cool ist das denn bitte, Leute? Wahnsinn. You promise. Was ist versprochen? Hi. Na du? Also entweder 853 müsste das jetzt sein. 853 oder 358. Warte mal. 8. 5. 3.
Yes. Cool. Ah, was doch aufgefallen. Boom! Komm, wir hauen das jetzt runter. Für unsere Vergangenheit sich. Woo! Wahnsinn. Kann ich eigentlich runterfallen? Okay, das probieren wir lieber nicht aus, ob ich runterfallen kann. Gut. Und jetzt? Na du? Okay, da fällt jetzt noch was runter. Kriege ich eine neue Nummer? Zum Wählen? Nein? Nee, okay. Na gut. Kann ich die Tür zumachen? Ja. Ja, und jetzt? Soll ich springen? 3, 5, 4, alles klar. Thank you very much. Hallo, Mr. Ekelhaft. Oh oh. Drei, fünf, vier. So. Eigentlich müsste es klingeln. Ah, na bitte. Nein! Fuck! Was jetzt? Hä? Was denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ja. Kannst du mich bitte ganz runterlassen? Toll. Sind wir tot? Natürlich nicht. Wir haben auch immer noch nicht das fünfte Puzzlestück gefunden. Okay, was jetzt? Ach, das ist jetzt ausgebrannt. Na gut. You deserve this. All of it. All of it. Oh oh. Oh oh. Frau Böse. Frau Böse. Nicht gut. Ist ein Bild? Nein. Alkohol? Nein. Oh, fällt er gleich um? Ah! Okay. Okay, ich verdiene also alles, weil... Toll. Weil Baum. Was? Immer noch verschlossen? Hä? Aber ich weiß doch nicht, wo der Schlüssel ist. I needed something to add the, how should I put it, final touches. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Bist du nicht schon viel zu weit dafür? Was ist das? Trial and error. Ah. Versuch und Fehlschlag. Ja, ja. Wie geht's? Wem hat er den abgeschnitten? Oh, fuck me. Oh, fuck me. Ja. Versuch und Fehlschlag. Oder Irrtum in diesem Fall. Naja, wenigstens sind es keine blöden, behinderten Puppen mehr. Da haben wir recht viel gefunden von den Zeichnungen her. Wir sehen doch noch menschlich aus. Aber ich habe keine Bilder mehr gefunden, leider.
Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Okay. Hä? Ach komm. Das ist trotzdem der Horrorversion. Ich weiß es ganz genau. Ich meine, hier, guck dir das alles an hier. Das kannst du jetzt nicht noch vertuschen. So, das letzte fehlt uns noch. Das letzte fehlt uns noch. Woo! Und wir sind am Arsch. Ist das ein Raum oder ein Gang? Warte mal. Das ist, da sind immer noch Ketten davor. Wisst ihr, was ich gehe dahin, wo Licht ist? Ja, Licht, gut. Und es ist zu. Und ich hab's verkackt, oder? Die Äpfel gehen uns aus. Echt? Das ist so kacke. Hui. Hätte vielleicht doch in den anderen Gang gehen sollen. Scheiße, Mann! Die Äpfel gehen uns aus. Ach, nö. Ehrlich gesagt, vielleicht doch nicht so. Irgendwas? Nein. Oh, noch mehr Äpfel! So viele Äpfel! Oder so wenige, je nach Definition, was viel ist. Ich meine, für manche Menschen ist das vielleicht sogar wenig, hm? Für manche Menschen ist das vielleicht sogar zu wenig. Ja. Ah, schön. Es war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, es wurde ihm egal, sie hasste den Mann mit Passion. Nein. Oh. Es hat was von einer Schlange. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Eigentlich dachte ich, das wäre ein Mann, eine Frau. Okay. So schaut der aus. Oder sie. Es. Whatever. Zeig ich doch wie eine Schlange! Was ist das denn? Alright. Ah! Okay, Ratten, überall Ratten. Ja, komm, ich trete mal drauf. Lololo. Das können die gerne alle verbrennen. Oh, scheiße, ist zu. Und was jetzt? Soll ich mich hier in die Mitte stellen? Nein. Oh, warte, hier ist noch eine Tür. Nein. Ja, tschüss. Scheiße. Ach, das schauen die Augen von euch Ratten, hä? Komm ich hier raus? Schnell weg hier. Ja, ich wusste es, dass das Scheißfenster zugeht.
Okay. Kann ich hier auch ins Bild reinkrabbeln? War jetzt gar nicht so einfach. Hui! Boom. Oh Gott. Wow. Was ist das denn hier? Hier kann ich was raufholen. Und da geht's weiter. Warte. Nicht gut. Zieht der überhaupt? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass der zieht, oder? Bild. Und warum habe ich das jetzt hochgezogen? Ja, und was kann das jetzt? War das... Das war useless, oder? Warum habe ich das jetzt hochgezogen? Ja, gut, dann tschüss. Oh Gott. Boah, fuck! Mann! In Asche soll... Was? In Asche sollst du ernten? Ich hab gedacht, eher enden, oder? Is that her? Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Mhm. Okay, er war also sehr oberflächlich und von dem Aussehen eingenommen. Oh fuck. Warte, hier ist ein rotes Licht. Okay, da gab's aber nichts mehr. Kannst du überhaupt noch malen? Ja, ich male ja anscheinend ganz viel, oder? Viel Zeug. Ach nee, ein Ouija-Board? Wirklich? Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihre Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Ich hoffe mal wieder. Hä, das war doch die Nummer, die wir am Telefon gewählt haben. I don't get it. I don't get it. I just don't get it. Oh, da geht's sogar noch weiter. Was soll denn das für ein Code sein? 363853. War das vorhin schon da? Was ist das denn hier? 363853. Scheiße, ich weiß die Nummer leider nicht mehr. Gibt es hier sonst noch einen Hinweis? Irgendeine
Oh, ich weiß es leider nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielleicht, beziehungsweise was da dann gekommen wäre. November, ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß. Was? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Okay, die Mutter hat ein... Also, dass die Mutter irgendwie schlecht von ihrer Tochter denkt, wissen wir ja. Vielleicht wegen ihrer Jugend, vielleicht weil die Tochter eben so aussieht wie sie, als sie noch nicht verbrannt war. Ja, ist okay. Warte. God, I am such an idiot. Oh. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Okay. Okay, die Bilder gehen wieder ineinander. Oh, ich komme da durch, oder was? Tatsächlich. Entschuldigung, meine Nase juckt. 2. Oktober, mein Herz. Ich wünschte, ich könnte machen, wie es, was alle Mütter machen und dir sagen, dass es keine Monster gibt. Aber das wäre nicht die Wahrheit. Das Leben kann Dinge von außerordentlicher Schönheit schaffen, doch es kann sie auch zu abscheulichen Wesen verzerren. Selbstsüchtig, gewalttätig, grotesk, monströs. Es schmerzt mich, dir sagen zu müssen, dass dein Vater zu so einem Ungeheuer geworden ist. Und ich befürchte, dass die Krankheit, die seinen Geist befiel, nur noch mich in Beschlag genommen hat. Es ekelt mich an, daran zu denken, was wir dir zugemutet haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Es tut mir leid, mein Bauch knurrt gerade die ganze Zeit. Ich weiß, dass ich kein Recht darauf habe, doch ich bitte dich inständig darum, bitte versuche uns beiden zu verzeihen. Ich verabscheue, was aus deinem Vater geworden ist, doch gleichzeitig liebe und bedauere ich ihn. Ich kann nur hoffen, dass du in deinem Herzen das Gleiche für ihn verspürst, wie auch für mich. Ich wünsche mir, ich könnte dich zu einer starken, wunderschönen Frau aufblühen sehen. Ich wünsche, dass ich für dich da sein könnte. Doch ich kann es nicht. Dies ist der einzige Ausweg. Leb wohl. Okay, ich glaube, die Frau hat sich wahrscheinlich umgebracht. I finally figured it out. Oh, die ist aber wirklich schön. Thanks to you. You've showed me that there's no other way. Even now, your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Wow, die ist wirklich schön. Die Frau. Richtig. No, Moment so. Die ist richtig schön. Wir werden nicht mehr miteinander reden. Ah, das habe ich genau. Das habe ich gefunden. Das habe ich gefunden. Den habe ich gefunden. Den Spiegel. Hätte ich denn noch mehr finden müssen? Kacke. Oh Mann. Aber wenn sie das ist, dann ist sie wirklich schön. Wow. Neid, warte. Achso, das ist keine Tür. Eine Lampe auf einem Stuhl. Kann ich dich anschmeißen? Hier ist es auf einmal so hell. Das finde ich gerade gar nicht gut. Bartholomew Murillo Seripsum Deppin Gens Pro Fifi Fihorum Voctis Apretibus. Explain this. Okay, ich kann kein Latein. Mein Gott, es ist so ruhig, es ist so hell und es ist so... Oh, okay, die Bilder gehen wieder aneinander. Es ist wieder, ich dachte schon, oh, es ist entspannt. Oh. Er ist umgefallen. Der Stuhl ist umgefallen, everybody! Halt die Klappe, Bauch. Er ist umgefallen. Eieiei. Ich muss so kurz gucken, weil es hat jetzt schon wieder ein bisschen so geruckelt. Tschüss. Oh Gott, das pulsiert. Huch. Yay! Toiletten, Badezimmer.
Ja, Wir haben sehr, sehr starke Augenringe. Und wir haben Arme, die unterschiedlich lang sind. Na, hopp, hopp. Okay, Handtücher. Oh Mann, warum kann ich denn nicht schon wieder das Klo spülen? So, ich bin ein netter Mann. Ich gebe die Brille runter. Oh, guck mal. Messer. Kann ich hier aufdrehen? Warte, das Messer nehmen wir gleich. Ja, ich nehme es ja gleich. Ein blutiges Messer. Ganz toll. Bringen wir uns jetzt um. Warte. Da. Da. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Oh, I know. I know. Irgendwas? Nein. Jemand hat sich die Pulsadern aufgeschlitzt und ist dann hier, war dann hier drinnen und ist gestorben. Was kann man denn hier noch machen? Bei der Badewanne kann ich nichts machen. Ich komme auch nicht raus. Ist im Klo vielleicht. Oder? Da ist kein Wasser drinnen. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt da jetzt der Schlüssel. Nein. Nein. Und da kann ich auch nichts nehmen. Komm, mach. Ja, ich bin im Weg. So. Das hier vielleicht? Fenster? Irgendwas? Ich hätte echt gedacht, ich kann was mit der Badewanne machen, aber... Kann ich hier irgendwie den Spiegel öffnen? Was will denn das Spiel jetzt von mir? Spiegel kaputt hauen vielleicht? Wir haben uns gerade... Wir haben uns endlich mal gesehen. Warte. So. Nein, es bringt nichts. Muss ich kacken? Muss ich... Weiß ich nicht. Das Messer reinigen. Ich weiß es nicht. Aha. Was muss ich denn jetzt machen? Ich kann da nichts nehmen. Okay, das ist das erste Mal jetzt, dass ich stecken bleib. Ich weiß gerade wirklich nicht, was das Spiel von mir will. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Kann die Tür nicht aufmachen, da ist auch nichts drinnen, was ich brauche. Da kann ich nichts nehmen, obwohl da relativ viel drin ist mit der Bade... Hä? Oh Gott, willst du mich verarschen? What? Oh Gott, nein, nein, nein! Da wollen wir nicht hin. Oder? Ah, gut. Okay, gut. Dann... Auf sie. Juhu!
Okay. Hä? Ah, na gut. Sehr seltsam. Was ist jetzt passiert? Warum macht man sowas? Oh nö. Nein! Ah! Oh. Okay. Okay. Oh, 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 was ist das? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ih, Mann! Hoppla. Ih! Ih! Okay, Leute! Oder auch nicht. Ich dachte, jetzt kommt der letzte Teil vom Bild. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Ich werde sterben. Ich bin in einem Raum, aus dem ich nicht hinauskomme. Ach, ich muss jetzt wieder die Dinge sammeln. Aber da liegen so viele. Hä? Achso, die funkeln nur so. Warum drehe ich mich immer noch? Was ist? Willst du mit mir spielen? Ah ja, wollen wir spielen? Warum liegt da eine dicke, fette Ratte drin? Okay, sie ist weg. Oh cool, ich drehe mich jetzt auch. Toll. Gehört das so oder spinnt meine Maus gerade? Ich glaube, es gehört so, oder? Nichts. Sie Augen wieder. Nein. Lass mich hin. Wer gewinnt da gerade? Wer verliert? Verliere ich gerade? Ich verliere doch gerade, oder? Okay, bye!
Okay, ich drehe mich immerhin nur mal ein bisschen. Warum kann ich den nicht nehmen? Ja, toll. Kann ich das jetzt nehmen? Nein. Ich müsste da doch so einen Stein noch drin finden. Ich hätte mal gedacht, nämlich, dass es... Ah, gut, das ist kein Stein. Ganz tolle Musik ist das so, by the way. Hä? Ich kann da auch nichts machen. Was, ich weiß es nicht, was es gerade von mir will. Hier habe ich die Münze gefunden, aber wo ist die andere? Wow, ich habe gerade gesehen, wie Teddybären wegfallen. Dankeschön, dass du mich dahin gelotst hast. Hier ist keine. Vielleicht haben sie eine. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier oben? Aha! Gotcha! Okay. Schade, das war gerade so schön. Jetzt sind da lauter Geistes. Na, spielen wir wieder. Ja. Oh, guck mal hier. Das wird jetzt ein langer Part. Wir wollen nicht hinter die Dusche sehen. Hinter die Dusche, in die Dusche. Und hat's funktioniert? Schade. Wenn ich jetzt hier raufgehe. Okay, ciao. Haha. Und die zweite. Nicht mehr spielen. Gruselig. Oh, warte, ist da eine Tür? Nein, ist ein Schrank. Scheiße. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, diese Häuser. Ah ja, hier ist die Küche. Hier ist immer noch die Dusche. Die ist immer noch zu, Gott sei Dank. Wir wollen da nicht reingucken. Und unsere Frau erspannen oder so? Aha.
Tresor, geil. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Zahlenkombination. Hey, hey, hey. Ist hier noch etwas? Irgendwas Auffälliges? Nein. Ich hoffe, ich kann das jetzt in einem Rutsch machen. Okay, fährt mich schon wieder rüber. Gehen wir mal in die... Moment. Gehen wir mal in die Küche. Ja, Beeren, Beeren, überall. Toll. So, Äpfel, Äpfel, Äpfel. Zucker. Ein Gewicht. Puppenhände, die zerdrückt wurden. Nice. Na? Nein. Na, was ist denn? Okay, das will nicht. Na gut, soll mal rechts an. Okay, zwei Bilder. Ah, oh, seit ich weiß, dass ich zoomen kann, zoome ich überall hin. Nochmal Bilder. Obwohl, wenn der Part hier zu lange dauert, dann werde ich den halt in zwei Hälften cutten. Das heißt, ich werde mich einmal nicht von euch verabschieden. Nur, dass ihr es wisst. Ja, und ist jetzt was passiert? Ja, 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 komm. Hä, ich komme da nicht durch? Warum nicht? Warte, warte. Haha! Ich kann von hier aus hingreifen. Lol. Ja, und was ist da jetzt passiert? Okay. Ich habe auch immer noch keine Kombi für den Safe. Die Bärchen rollen schon wieder. Okay. Wo kommt der denn jetzt her? Wo? Der Safe ist immer noch hier, oder? Ja. Hi! Geht's, Freund? Aha. Ist das eine Hand oder mein Herz? Ich glaube mein Herz, oder? Okay. Jemand spielt Klavier. Was ist das? Wo? Oh. Wer spielt Klavier? Okay. Okay. Ah ja. Right. Dürfen wir jetzt gehen, ja? Also. Oder werden wir dann wieder verschleppt? Uns fehlt so viel. Oh Mann, ich hab einfach so viel nicht gefunden. Ah, na, immerhin so. Naja, alle zwei Seiten fast immer was gefunden. Ich würde sagen, wir vollenden jetzt das Bild. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect.
just like I always imagined. Uh-oh. What is this? I don't understand. Uh-oh. No. Stop it. Please! I was so close. This time, I almost had it. Was, bist du noch nicht durch? Okay. Oh. Oh, es geht noch weiter. What the fuck? Warum? Ist jetzt alles wieder normal, oder? Die Anfangsmusik. Oh, ich fand die Anfangsmusik so schön. Die war so angenehm. Ganz schnell hier durchgucken. Ihr seht, ich habe da jetzt schon eine Übung drin, die ganz schnell aufzumachen. Aber ich finde diesen Song so schön. Aber hier ist alles weg. Was ist mit... Oh nein, nicht schon wieder! Aber ich glaube, das ist eine Spielstörung. Das ist ganz sicher eine Spielstörung. Oh. Oh. Okay. Er hat sie also eigentlich schon gut gezeichnet, nur dann angefangen, sie selber zu entstellen, nehme ich an. Er hat wirklich eine schöne Frau gehabt. Aber ich würde gerne immer noch wissen, was mit seiner Tochter passiert ist. Sind wir jetzt in der Realität nämlich angekommen? Das könnte nämlich jetzt sein. Alles leer. Ich glaube, ich lade das aber als Ganzes hoch. Das sollte jetzt nicht so lang sein. Oh, guck mal. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich unterstützender hätte sein sollen, fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte, aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. In seiner Abwesenheit des Traums, oder was? Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Okay. Oh, okay. Wirst diesen Brief niemals lesen. Hat er das geschrieben, wie sie gestorben ist? Was haben wir hier? Skizzenbuch der Verdammten. Oh! Oh, das sind die... Oh, cool! Wow, voll schön. Gar nicht gruselig dagegen, Designer oder so. Lendi-Programmer. Cool. Wow, wie viele wurden denn da gezeichnet? Nice. Bang. Wie viele gibt's denn hier noch, Mann? Warum? Gar nicht gruselig oder so. Gar nicht gruselig oder so. Die hat auch was Creepiges an sich. Norman Lander. Kann ich hier auch
Ich kann doch gar nicht rausgehen, oder? Doch, ich kann rausgehen. Wie viele gibt's denn da noch? Oh, das ist aber schön. Oh, da werden die restlichen. Okay. Steam Community. Oh. Süß. Voll lieb. Ah ja. Das Schlafzimmer. Glaubt ihr, ich werde hier noch irgendwo irgendwas finden? Der Part geht jetzt schon so lange. Hä? Achso, die Tür hat sie wahrscheinlich selber zugemacht. Okay, ist verschlossen. Ich habe einen Schlüssel, aber die Tür ist zu. Ist vielleicht eh besser. Ja, da schaut's aus, würde ich sagen. Da hat sich der liebe Herr ein bisschen ausgetobt. Nicht wahr? Mit den Rattenfallen und allem. Pipapo. Da komme ich raus. Will ich hier raus? Genau, ist die Küche. Hm. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was finden werde, weil einen Schlüssel habe ich schon. Da ist die Vorratskammer. Oder auch nicht. Das sind nur Sachen, die man aufhängen kann. Okay. Ich habe Hunger. Also zumindest sagt mein Magen, dass ich Hunger habe. Ich weiß es selber nicht. Ah ja, der Ausgang bleibt uns verwehrt. Wir können also nicht gehen. Und in den Keller gehe ich nicht. Auf ein neues, oder? Fängt das Ganze jetzt wieder von vorne an? Oder wie? Warte mal. Kann ich das lesen? Nein. Kann ich hier was lesen? Nein. Nein. Hm. Da ist nichts drin. Was ist das hier? Der Zettel. Familie, was? Hä? Sag bloß, jetzt geht's, fängt's von neuem an. Nein! Es geht wirklich von neuem los. Ich glaub's ja nicht. Ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg, einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast. Beende es. Ja. Der letzte Schliff. Es geht also wieder von neuem los. Eieieiei. Deshalb das ständige Running in Circles. Meine Lieben, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Was für ein Spiel, was für ein Spiel. Also ich hoffe wirklich, ihr habt jetzt nicht das Gefühl, oh mein Gott, sie will es unbedingt weiterbringen. Ich mag das Spiel gar nicht, das stimmt nicht. Ich mag es, ich mochte das wirklich sehr, es war richtig cool. Nur, ich bin einfach ein Schisshase, ich will, dass der Horror aufhört. Und ich verstehe die Geschichte immer noch nicht. Was? Ich weiß immer noch nicht, was mit seiner Tochter passiert ist. Seine Frau hat sich anscheinend umgebracht oder er hat sie umgebracht. Er ist ein Säufer. Er hat sehr viel gesoffen. Er hat halt seine Schöpferphase beim Bildermalen und dann nicht mehr. Seine Frau ist in diesem großen Feuer, was wir am Anfang gelesen haben, sehr, sehr schlimm verbrannt worden. Hat dann auch, war neidisch auf ihre Tochter, nehme ich an, weil sie quasi das Papas Liebe bekommen hat. Und ich nehme an, nachdem die Mutter Selbstmord begangen hat oder ihm umgebracht worden ist, hat der Vater auch die Tochter eben so behandelt, weil er hat ja, glaube ich, versuchen wollen, da zu malen. Obwohl, ich weiß nicht, ich weiß keine Ahnung, wie alt sie sein soll. 3 Jahre alt. Oder, ich glaube, ich bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben. Ah, ich erinnere mich gerade, die ist ja, glaube ich, vom Jugendamt ihm weggenommen worden, weil er hat sie ja entführt und sie haben sie wieder zurückgeholt.
So, ihr Aufenthaltsort ist jetzt eher, also ist nicht bekannt. Und ich kann nur sagen, also das ist zumindest das, was ich jetzt von der Story verstanden habe. Habt ihr da mehr verstanden? Wenn ja, bitte schreibt es mir rein. Ich würde das wirklich gerne wissen. Und mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Ich bin allerdings froh, dass ich es durch habe. Weil es war schon recht gruselig mit der, ich glaube, das soll die Frau symbolisieren. Vor allem, also dieses Monster. Ja. Das war schon. ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass es nicht allzu lang gedauert hat, aber Horrorspiele dauern ja in der Regel Gott sei Dank eh nicht so lange. Ich glaube, sonst würden wir alle das nicht mehr aushalten. Und ich freue mich, dass ich es endlich gespielt habe. Und ich habe natürlich noch ein Horrorspiel im Petto und ich habe noch ein anderes Spiel, was gestern, also was am 14. rausgekommen ist, am 14. März. Ich weiß noch nicht, wann diese letzte Folge hier rauskommen wird. Wahrscheinlich eine Woche danach. Don't look back. I look back. Und da war nichts, Gott sei Dank. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Mitfiebern. Ich hoffe, diese lange Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Huch. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Was ist das? Oh, ich würde den Run einfach von neu machen, oder was? Okay, ich würde es einfach von neu starten. Na dann. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Mach's das gut. Ciao.